Podcast Transforming Organizations for Humanity. Im heutigen Interview treffe ich Tanja Hofer im Coca-Cola-Office direkt am Spreeufer. Tanja, du bekleidest aktuell die Position Director Talent Management bei Coca-Cola European Partners Deutschland. Du bist studierte Arbeits- und Organisationspsychologin und hast im Bereich NLP Coaching-Erfahrungen gesammelt, bevor du als Personalreferentin deine Karriere zunächst bei Alba begonnen und dann bei Coca-Cola fortgesetzt hast. Liebe Tanja, ich freue mich sehr, dich heute als Gesprächspartnerin für Transforming Organizations zu begrüßen. Vielen Dank, dass du dabei bist. Sehr gerne. Tanja, erklär doch unseren Zuhörern einmal kurz, was deine Hauptaufgaben als Director Talent Management sind. Ich arbeite für Coca-Cola European Partners als Director Talent Management im Wesentlichen an den Themen, wie wir unser Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber positionieren, um damit natürlich auch die richtigen Talente am Markt draußen gewinnen zu können. Gleichermaßen ist es aber auch in meinem Verantwortungsbereich, für die Kolleginnen und Kollegen zu sorgen, die intern bei uns beschäftigt sind, also etwas für unsere internen Talente zu tun. Da haben wir Formate wie Führungskräfteentwicklung und natürlich auch verschiedene Workshop- und Weiterbildungsformate für unsere Mitarbeiter. Darüber hinaus bin ich dann noch verantwortlich für die Themen Diversity und auch das Thema Kultur, Organisationskultur. Um es kurz zu machen, eigentlich an allem, was eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ein inspirierendes Umfeld schaffen soll. Denn am Ende des Tages soll Arbeit bei Coca-Cola ja auch Spaß machen. Okay. Und Tanja, was sind denn deiner Ansicht nach die größten Herausforderungen, für Menschlichkeit in Unternehmen zu sorgen? Also welche Erfahrungen hast du vielleicht in der Vergangenheit auch gemacht und wo siehst du Hürden? Also was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass wir bei Coca-Cola schon immer den Menschen in den Vordergrund stellen. Also auch wenn du nach außen guckst, egal bei unseren Produktentwicklungen, beim Thema Nachhaltigkeit oder auch wenn es um unsere Mitarbeiter geht, dann steht der Mensch für uns an vorderster Stelle. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterstiftung gegründet, die dafür sorgt, dass wenn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unverschuldet in Not geraten, wie zum Beispiel bei Krankheiten oder Naturkatastrophen, dass diese Stiftung einspringt und sie finanziell unterstützt, weil wir wirklich sagen, das ist uns wichtig. Grundsätzlich ist es so, dass wir auch im Rahmen unserer kulturellen Reise den Menschen ganz, ganz stark in den Vordergrund stellen und unsere Mitarbeiter selber mitentscheiden und gestalten lassen, wie das Arbeitsumfeld, in dem sie sich ja jeden Tag viele, viele Stunden aufhalten, gestaltet sein soll, damit sie sich richtig entfalten können. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige. Ich glaube, man muss den Menschen Raum geben, sich selbst entfalten zu können. Der eine in einem größeren Maß, der andere in einem kleineren Maß. Aber das ist ganz, ganz wichtig, um den Menschen wirklich in den Vordergrund zu stellen und auch am Ende des Tages ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was jedem Einzelnen erlaubt, sich genau so einzubringen, wie er ist und ihn befähigt und sie befähigt, die Ideen einzubringen, die jeder so in sich trägt. Das ist ja vielleicht auch, um dann nochmal ein bisschen spezifischer nachzufragen, du sagst gerade, dass die individuelle Förderung wichtig ist, wenn ich das so zusammenfassen darf. Das ist ja auch eine Forderung, die sehr oft gegenüber Führungskräften gestellt wird, dass sie eigentlich die Menschen in ihrem Team individuell fördern sollen. Wenn dann aber unterschiedliche Bedürfnisse da sind, was Freiraum oder Gestaltungsbereitschaft oder Offenheit angeht, dann ist das ja schon eine Schwierigkeit, die dadurch so entsteht. Absolut. Das ist eine ganz große Herausforderung, wenn du eine Führungskraft bist, ein vielfältiges Team zu führen, weil du genau das machen musst. Du musst am Ende des Tages genau schauen, wo steht jeder einzelne deiner Mitarbeiter und was braucht derjenige oder diejenige, um einerseits erfolgreich zu sein, aber andererseits natürlich auch mit Engagement und Spaß bei der Sache zu sein. Und genau das, was du beschrieben hast, ist eine ganz, ganz große Herausforderung, auch die Führungskräfte darauf vorzubereiten, dass sie einerseits erstmal wahrnehmen, wo steht denn mein jeweiliger Mitarbeiter, wie ist diejenige, derjenige, was braucht er, sie zum Arbeiten und dann auch darauf einzugehen. Und je nachdem natürlich auch, wie viel Stress auf so eine Führungskraft einprasselt, gelingt es mal mehr und mal weniger. Unser Ziel als Organisation ist es aber auf jeden Fall, die Führungskräfte darauf vorzubereiten, genau das zu tun. Und dafür haben wir eine sehr offene Gesprächsführung. Das heißt, wir halten unsere Führungskräfte auch an, regelmäßig Feedbackgespräche mit den Mitarbeitern zu führen, haben auch im Rahmen unserer kulturellen Reise über die letzten 5 Jahre ganz stark daran gearbeitet, dass unsere Mitarbeiter ermutigt und befähigt sind, auch offenes Feedback einfach zu geben. Und zwar unabhängig von der Position, die jemand bekleidet, sondern wirklich einfach zu sagen, das finde ich gut und hier an der Stelle kannst du aus meiner Sicht noch etwas besser werden.
Welchen Einfluss hat denn deiner Meinung nach die Digitalisierung, über die ja jetzt überall diskutiert wird, auf das Menschenbild in Unternehmen? Ja. Also klar, es wird überall diskutiert. Auch wir setzen zunehmend auf Digitalisierung und das ist aus meiner Sicht sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden ein wichtiges Thema. Also um ein ganz kurzes Beispiel zu nennen, wir haben unsere Verkaufsberater, also unseren Verkaufsaußendienst, mit iPads ausgestattet, damit sie mit Hilfe von Augmented Reality Kunden zum Beispiel tatsächlich zeigen können, wo in dem Geschäft oder in dem Restaurant des Kunden der neue Kühler stehen könnte, um einfach dem Kunden eine Vorstellungskraft zu geben, wie sähe das Ganze aus. Gleichermaßen sorgen wir dafür, dass sie in Realtime alle Daten, die für den Kunden relevant sind, vor Ort verfügbar haben, um einfach natürlich einen ganz anderen Kundenservice und eine ganz andere Kundenbeziehung herzustellen. Also von daher ist das ein Thema, glaube ich, was auch wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Gleichermaßen denke ich, dass das Thema auch nicht neu ist. Also wir leben ja alle schon sehr, sehr lange mit dem Thema Digitalisierung und der Wandel, der damit einhergeht, wird auch, glaube ich, unser ständiger Begleiter sein. Ich glaube, dass das Thema Mensch umso wichtiger wird, auch je mehr Digitalisierung auf uns alle zukommt, weil aus meiner ganz persönlichen Sicht das Thema emotionale Intelligenz in diesen Zeiten immer wichtiger wird. Wenn wir gucken, wie die jüngeren Generationen eher mit dem iPhone nebeneinander sitzen, um miteinander zu chatten, als wirklich in den Dialog miteinander zu gehen, dann glaube ich, ist eben gerade der menschliche Faktor in der Arbeitswelt und insgesamt in der Gesellschaft zunehmend wichtiger, um über das Thema emotionale Intelligenz Menschen auch miteinander wieder in Kontakt zu bringen und nicht über digitale Tools und Prozesse. Ja, befragt man die Daten, so kann man ja auch feststellen, dass Arbeit zunehmend krank macht. Da gibt es auch tatsächlich Zusammenhänge zur Nutzung digitaler Tools, ja, und der Intensität. Was glaubst du denn, welchen Blick oder welche Maßnahmen brauchen wir, um das zu ändern? Also auch in Organisationen, in Unternehmen. Und inwieweit siehst du da auch einen Zusammenhang oder eine Wichtigkeit von Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichungsmöglichkeiten für das Individuum? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Man muss Menschen den Raum geben, sich selbst zu verwirklichen und sich selbst zu entfalten, wenn die das denn möchten. Das ist ja auch immer so eine Frage, inwieweit möchte jemand das tatsächlich auch gerade im Arbeitskontext nutzen. Aber ich finde, wir bieten da wirklich eine ganze Palette an unterschiedlichen Möglichkeiten, Menschen Freiraum zu geben, auch ihr privates Leben und ihr berufliches Leben, also oder den privaten Anteil und den beruflichen Anteil des einen Lebens, was man hat, miteinander zu kombinieren und zu vereinen. Ich kann dir einfach mein eigenes Beispiel nennen. Ich bin Anfang des Jahres zurück aus der Elternzeit gekommen, habe heute eine Vollzeitstelle, arbeite also 40 Stunden in der Woche, hole trotzdem an zwei Nachmittagen in der Woche mein Kind von der Kita ab, um wirklich Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Und trotz dieses Arbeitsmodells habe ich nach der Elternzeit direkt mehr Verantwortung bekommen und bin befördert worden. Und das finde ich persönlich toll, dass es genau diese Möglichkeiten bei uns gibt, wenn man sie dann auch nehmen und nutzen möchte. Grundsätzlich, was ich auch glaube, was wichtig ist, ist, dass man sowohl als Organisation als auch als Mitarbeiter für sich selbst guckt, was ist eigentlich für mich ganz persönlich Karriere und nicht irgendwelchen vermeintlichen Idealen hinterherläuft, sondern wirklich schaut, was bedeutet für den einzelnen Menschen Karriere und dann auch individuelle Karrierewege anbietet, die auf die Stärken auf die Stärken aufbauen, die der Mensch mitbringt und dann wirklich auch Möglichkeiten bietet, mal von einem Fachbereich in den anderen zu wechseln. Du hast unten ja eine Kollegin kennengelernt, die Sana Mouayedi. Die war zum Beispiel, bevor sie jetzt in den HR-Bereich gewechselt ist und heute HR-Director bei uns ist, war sie Director Procurement in der Organisation und hat davor auch in anderen Fachbereichen gearbeitet. Und unser heutiger Geschäftsführer war in der Position, bevor er in die Geschäftsführung Deutschlands gegangen ist, Personalvorstand hier in Deutschland. Also wir wechseln wirklich und bieten das auch an, proaktiv, dass Menschen auch gucken können, in welchem Bereich fühle ich mich eigentlich am wohlsten, wo kann ich meine Stärken am besten einbringen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und wie findet man das dann raus, wenn man bei Coca-Cola arbeitet? Also weil das ist für uns natürlich auch irgendwie eine sehr spannende Frage, ja. Um auch nochmal zurückzukommen auf das vorhin Besprochene. Wo liegt eigentlich die Verantwortung? Ja, also die Führungskraft soll irgendwie fördern und auch fordern. Ja, und vielleicht auch dafür zuständig zu bemerken, wenn der Mitarbeiter sich in eine bedenkliche Richtung entwickelt, wenn er vielleicht zu viel arbeitet und sich keine Pausen mehr gönnt oder so. Also sehr viel Druck auf die Führungskräfte einerseits, allgemein gesprochen erstmal.
Und gleichzeitig, das ist eine Frage, die mich persönlich auch immer wieder beschäftigt, wie viel Verantwortung trägt eigentlich das Individuum und wie wird es auch befähigt, diese Verantwortung zu tragen? Also zum Beispiel zu erkennen, hey, eigentlich will ich in einen anderen Bereich. Wie ist das bei euch? Also grundsätzlich stimme ich dir dazu. Das heißt ja meine Karriere. Also es ist meine Karriere und nicht die Karriere meiner Führungskraft. Also bin erstmal ich diejenige, die sozusagen die Hauptverantwortung dafür hat. Und ich bin auch diejenige, die schauen muss, wer sind eigentlich geeignete Ansprechpartner, mit denen ich mich austauschen kann. Das erfordert eine ganze Menge Proaktivität, aber es geht um mein Leben und wenn ich mich darum nicht kümmere, wer soll es dann tun? Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Haltung, die wir hier auch in der Organisation haben, dass jeder Mensch für seine persönliche Karriere und auch Entwicklung verantwortlich ist. Gleichwohl haben wir als Arbeitgeber und damit natürlich unsere Führungskräfte die Verantwortung, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Das heißt, wir führen regelmäßige Feedbackgespräche, in denen die Führungskräfte einerseits natürlich Feedback geben, aber andererseits auch wirklich angehalten sind, genau zuzuhören. Eines unserer Verhaltensweisen, wie wir zusammenarbeiten wollen, ist zuhören und sich kümmern. Das heißt, das steht bei uns wirklich im Vordergrund zu sagen, wir hören unseren Menschen zu und dann leiten wir daraus auch Aktivitäten ab von dem, was wir gehört und verstanden haben. Und wir haben natürlich ein ganzes Portfolio an verschiedenen Modulen, die wir online und aber auch in Präsenztrainings, in Webinaren, in einfach nur Katalogen und kurzen Sequenzen zur Verfügung stellen, wo jemand schauen kann, wie finde ich eigentlich raus, was meine Interessensgebiete einerseits sind und andererseits aber auch, was sind eigentlich so nächste Schritte, die ich dann einleiten muss, um sozusagen auch voranzukommen. Aber es bleibt dabei, am Ende des Tages ist die Führungskraft der erste Ansprechpartner und wenn man dort nicht weiterkommt, dann hat man noch den Personalbereich, wo ja auch jeder Fachbereich sozusagen seinen ganz speziellen Ansprechpartner hat. Und die Kolleginnen sind wirklich extrem gut geschult, was auch so Schauen auf Interessen, das Schauen auf Stärken und dann das sozusagen daraus Ableiten anbelangt, welcher Fachbereich oder auch welche Rolle könnte dafür dann passen. Natürlich ist es am Ende des Tages so, dass wir nicht jeden Wunsch erfüllen können, aber es geht ja darum, in den Dialog zu kommen und gute Lösungen für beide Seiten zu finden. Was würdest du denn sagen, welches Menschenbild ist in deinem Unternehmen etabliert? Also wie kann man das beschreiben? Ja, also grundsätzlich haben wir bei Coca-Cola schon seit jeher wirklich diese Idee, dass jeder Mensch ein Talent ist. Und es gilt genau in den Gesprächen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter herauszufinden, erstens, was das Talent ist, wofür es sozusagen da ist und dann auch zu gucken, wie kann es für beide Seiten am besten genutzt werden. Aber ich glaube, dieses Bild erstmal zu sagen, jeder Mensch ist ein Talent und hat ein Talent, das würde ich als das Menschenbild beschreiben, was bei uns am besten greift und was dann auch alles andere ableiten lässt, also auch die vielen verschiedenen Initiativen und Formate, die wir so anbieten. Und wenn du jetzt eine Sache einführen könntest, die das Miteinander, die persönliche Entfaltung oder auch die Verwirklichung von Mitarbeitern, von Menschen in deinem Unternehmen fördert, also noch über die aktuell bestehenden Maßnahmen hinaus. Und wenn es für diese Umsetzung keine Grenzen und keine Hürden gäbe, also wenn alles möglich wäre, was würdest du dann tun? Tatsächlich ist es ein Thema, mit dem ich mich auch ganz aktuell beschäftige. Ich würde dann das Thema Jobsharing auch für alle Führungskräfte, für alle Mitarbeiter in allen Bereichen und in allen Funktionen einführen. Wow. Ja. Du hast gesagt, keine Grenzen, alle Möglichkeiten. Das klingt sehr spannend. Genau, also Jobsharing ist tatsächlich ein Thema, was mich gerade umtreibt und woran wir gerade arbeiten, zu schauen, wie wir das in verschiedenen Funktionen und Bereichen hier in die Organisation reinbringen können. Ja. Und du hast ja vorhin schon einige erwähnt, vielleicht nochmal so einen kurzen Abriss geben. Welche Maßnahmen zur Unterstützung eines positiven Menschenbildes setzt ihr denn bereits um? Und was schon in Planung ist, hast du ja auch schon gesagt, aber vielleicht nochmal ganz speziell, worauf freust du dich besonders? Also grundsätzlich, was ich wirklich schön finde und was mich schon seit über 10 Jahren jetzt hier auch wirklich jeden Tag motiviert herzukommen, ist, wir verstehen uns selber als Coke-Familie. Es gibt tatsächlich die Coke-Family auch in der virtuellen Welt, das ist in den sozialen Netzwerken eine Initiative von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, die einfach auch außerhalb der Arbeitswelt miteinander in Verbindung stehen wollen. Und so sind wir hier tatsächlich. Das heißt, es gibt einfach unglaublich viele tolle Menschen, die miteinander Dinge bewegen und erreichen wollen, während der Arbeit, aber auch außerhalb der Arbeit. Darüber hinaus haben wir aber auch eine Mitarbeiterstiftung, die ja wirklich dazu greift, wenn unsere Mitarbeiter unverschuldet in Not geraten,
Wir haben gegründet die Deutschlandstiftung für Integration, um Menschen mit Migrationshintergrund besser in die deutsche Kultur und in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, sowohl arbeitsseitig, aber auch gesellschaftlich. Wir haben flexible Arbeitszeitmodelle, die wirklich dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter ihre Anteile des Lebens besser miteinander vereinbaren können. Und am Ende des Tages ist es auch so, dass wir, wie ich gerade schon gesagt habe, von unseren Führungskräften einfach erwarten, eine offene Gesprächskultur zu führen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz elementar, dass du offen den Menschen gegenüber bist und nicht mit Vorbehalten reingehst. Und was sind so die zukünftigen Dinge, auf die du dich am meisten freust, die zukünftigen Maßnahmen? Naja, also einmal natürlich das Jobsharing, ganz klar. Das dann durch das ganze Unternehmen hinweg, welche umgesetzt sind. Genau. Ja. Worauf ich mich auch freue, was wir gerade machen, ist, wir führen gerade eine Kulturbefragung europaweit durch, wo es tatsächlich auch nochmal darum geht, zu gucken, wie nehmen unsere Mitarbeiter eigentlich heute die Organisationskultur wahr und was ist ihnen persönlich wichtig, was sind auch so eigene Wertvorstellungen. Und wie ist sozusagen die Kultur, die Sie sich erwarten von Coca-Cola oder von Coca-Cola European Partners in der Zukunft? Und auf die Ergebnisse freue ich mich sehr, auf die Handlungsfelder, die sich daraus ergeben und dann auch wieder Maßnahmen abzuleiten. Was können wir tun in Deutschland, aber auch europaweit, um das inspirierende Arbeitsumfeld noch inspirierender zu machen? Tanja, wie ist denn deine Vision für Leben und Arbeiten in der Zukunft? Mhm. Also wie werden wir beispielsweise in 2030 leben und arbeiten? Ja. Also ich glaube, dass die beiden Bereiche, privat und beruflich, immer weiter miteinander verschmelzen. Das ist ja heute schon viel stärker, als es früher war. Und das wird zunehmend so werden. Und ich glaube, man wird irgendwann schon gar nicht mehr von Work-Life-Balance oder Ähnlichem sprechen. Das ist ja heute schon teilweise schwierig, finde ich. Denn am Ende des Tages ist es ein Leben. Was für mich aber die Vision wirklich wäre, ist, dass vor diesem Hintergrund, dass diese beiden Bereiche des Lebens oder Anteile des Lebens immer mehr miteinander verschmelzen, dass jeder wirklich das macht, was er mag und da auch so ein Stück weit auf sich achtet. Was macht mir wirklich Freude? Was gibt mir Energie? Was bringt mich in meine Kraft? Und dass ich mich damit beschäftige. Und ich weiß, da gibt es natürlich Restriktionen. Am Ende des Tages muss man auch überleben können, aber wenn man das für sich so als Maxime hat, das glaube ich, wäre so meine Vision für 2030, dass Menschen das tun können, aus dem sie Kraft ziehen. Dann abschließende Frage. Tanja, was sind deine drei wichtigsten Hashtags? Also, ich sag mal Jobsharing. Tatsächlich im Moment ist das ein Thema, was mich wirklich sehr beschäftigt und damit einhergehend insgesamt die Förderung von Frauen und die Förderung von Eltern im Allgemeinen. Und dann auch das Thema Kultur. Das geht so ein Stück weit einher aus meiner Verantwortung fürs Thema Diversity. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass wir nicht nur in der Organisation, sondern in der Gesellschaft allgemein es schaffen, eine Kultur, ein Umfeld zu schaffen, in dem wirklich Menschen respektiert und akzeptiert sind, egal wie sie sind und woher sie kommen und wen sie mögen, wen sie lieben und wen nicht. Das sind Themen, mit denen ich mich ganz stark beschäftige und die mir ganz wichtig sind. Ja, vielen Dank, Tanja, für die sehr interessanten Einblicke. Sehr, sehr gerne. Transforming Organizations ist ein Podcast von Gesellschaftsein.